Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzliche Willkommen zum nächsten Kampf des Viertelfinales. Jetzt kämpft Double X gegen Julien der Gott. Seit letzter Woche hat sich nichts an den Statusen von den beiden verändert. Sie treten also mit den gleichen Werten wie letzte Woche an. Das heißt, Double X hat 550 Leben, 28 bis 33 Schaden, Erstschlag von 4, kritischen von 50%, DPS beträgt 46 und die Ausweichchance 10%. Sein Haustier bringt ihm hier gar nichts, es sei denn, er kann Julien bestechen, was wahrscheinlich nicht so weit hergeholt ist. Kommen wir zu Julien. Leben von 850, Schaden 22 bis 27, Erstschlag von 10, was bedeutet definitiv, dass Julien beginnen wird. Der kritische beträgt 40% DPS, insgesamt von 35, das heißt insgesamt 10 weniger als Double X. Und die Ausweichchance beträgt 14%. Das heißt, es sieht dermaßen davon aus, dass Julien momentan im Nachteil ist, soll aber nichts bedeuten. Da kann sich noch viel, viel, viel tun. Und wie das Ganze dann aussehen wird, das sehen wir auf jeden Fall gleich noch. Auf jeden Fall mit 850 Leben ist Julien schon ziemlich gut abgedeckt, denn das sind insgesamt 300 Leben mehr als Double X. Double X muss also den Vorteil von seinem Schaden, den er hat, quasi direkt aus der Tasche ziehen, und mit ein bisschen Glück wird er da auch gewinnen. Ansonsten, Julien hat eine höhere Ausweichchance als Double X. Wenn der jetzt ein, zweimal ausweicht, war es das definitiv für Double X. Julien darf in diesem Falle kein einziges Mal ausweichen, sonst war es das für Double X. Und somit geht auch die schöne Waffe 22 bis 27 Damage an Julien, womit er auch noch um einiges stärker sein wird als höchstwahrscheinlich Ehrengöttis, denn seien wir doch mal ehrlich, die Rüstung von Julien, die ist schon ziemlich OP. Gut, gucken wir uns das Ganze mal an. Wer wird stärker nach dieser Runde? Double X oder Julien? Je nachdem, wer gewinnt, wird entweder die Rüstung bekommen oder die Waffe, was die beiden auf jeden Fall, ja, wesentlich stärker machen wird. Wir gucken jetzt einfach mal an. Erstschlag hat Julien und es beginnt. Julien beginnt direkt mit einem kritischen von 68%. In letzter Zeit beginnen die Kämpfe häufig mit kritischen, vor allem auf beiden Seiten. Double X 94 kritischen. Das tut echt weh. Wie wir sehen, Double X ist im Vorteil mit dem Damage. Wenn da jetzt noch ein paar kritische mehr kommen, so wie dieser hier, dann kann Julien auch mit seinem hohen Lebensanteil nichts anfangen. Hier muss Julien jetzt langsam handeln. Julien muss ausweichen. Und was passiert? Er weicht aus, als hätte ich es hervorprophezeit. Das ist schon Kunst auf hohem Niveau von mir. Wir schauen uns weiter an, wie das Ganze ausgeht. Double X hat bisher nur kritische gelandet. Nur kritische. Einmal ist Julien ausgewichen. Ob das jetzt ein kritischer gewesen wäre, das wissen wir nicht. Aber wenn das einer wäre, dann waren es nur noch kritische. Da hört langsam das Glück auf von Double X. Double X hat nur noch 278 Leben. Julien 505. Da muss er noch ein bisschen dran arbeiten, denn Double X will ja auch eigentlich Julien besiegen, doch so wie es jetzt aussieht, ist Julien klar im Vorteil mit dem Leben. Es sei denn, Double X schafft es noch ein paar Mal auszuweichen. 10% sind zwar nicht allzu viel, aber mit 10% kann man doch schon ausweichen, denn von 10 Runden würde man mindestens eine ausweichen. Und ob er es wirklich schafft, ja, das werden wir gleich noch sehen, aber anscheinend hat Double X einfach kein Glück. Julien würde insgesamt, ja, ein paar Mal ausweichen. Jetzt habe ich die Rechnung gerade irgendwie verkackt. Ich weiß auch nicht, ist ja auch egal. Wie wir sehen, Double X 50 Leben, der nächste Kritische wird ihn ausnocken und wir gucken. Ah, noch kein Kritischer, 18 Leben. Wenn er jetzt mal ausweicht, dann wäre das doch mal ein Anfang. Wird er ausweichen? Wird er es schaffen? Oder wird der letzte Schlag ihn töten? Double X, du bist tot. Julien, du erhältst die hübsche, hübsche Waffe von Double X. Und das bedeutet nichts anderes als, dein Damage wird sie noch um ein Vielfaches erhöhen. Ob du das auch ausnutzen wirst, das werden wir nicht wissen. Denn wir haben lange nichts mehr von dir gehört, Julien. Julien, bist du noch am Leben? Man weiß es nicht. Wir öffnen auf jeden Fall erstmal hier die Tabelle. Wir sehen Double X, du scheidest aus, weg mit dir, Kreuz X tot. Und Julien, du kommst weiter in die nächste Runde. Du wirst in der nächsten Runde antreten gegen, und jetzt kommt es, Deadline gegen Julien. Ich bin gespannt, wie das Ganze ausgehen wird. Wer wird die Mod-Rechte ergattern? Wird es Julien, der bereits Mod ist, oder Deadline, der noch kein
kein Mod ist und Mod sein möchte. Julian, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass du Deadline fertig machst, denn er soll keinen Mod bekommen. Nein, Spaß, natürlich hat er es eigentlich verdient. Er ist ja auch aktiv und alles, aber ich ärgere ihn gerne damit. Also kann ich das ruhig sagen. Wir sehen uns in einer halben Stunde beim nächsten Kampf. Haut rein, euer Zero. Tschüss.